gerade meinen Rechner ein bisschen aus dem Weg schieben. Daher war ich euch einmal kurz ein bisschen näher mit meinen Fingern. Heute geht es um die Vierer Quad Max & More Lidschattenpalette. Die heißt Faint Kiss und ist niegelnagelneu im Action-Sortiment eingezogen. Ich weiß, dass es die schon mal so ähnlich in eher Brauntönen gab. Jetzt ist die aber braun mit rosa, würde ich schon fast sagen. Und wir haben hier zwei matte Töne drin und zwei Schimmertöne. Davon ist der Satin-Finish und der ist wirklich schön glitzerig metallisch. Ich swatche sie einmal, bevor wir gleich mal mit dem Augen-Make-up anfangen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Die Sektion ist nicht ganz so dolle und da ist immer noch mein. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ansonsten geht's mir gut. Wie geht's denn euch? Würde mich ja mal interessieren. Das sind die beiden matten Töne, sind super, super seidig matt. Also da kann man echt nichts meckern. Einmal ein bisschen heller, einmal ein bisschen dunkler. Also den für in die Crease und den vielleicht nochmal zum hinten dran setzen, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und für 1,19 Euro. Hört euch den Preis an. 1,19 Euro. Also, ne, weiß ich nicht, wie die das immer machen. Dann haben wir hier einmal den Schimmerton und hier einmal den Metallic-Ton. Die swatche ich auch nochmal nebeneinander. Und das ist die ganze Palette. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Also der hat wirklich, der ist seidig matt schon fast. Also der hat so ganz eben Sparkles drin, ganz eben Schimmer drin. Und dann haben wir einfach mal hier oben dann den Metallic-Ton. Sind die Formulierungen jetzt irgendwie krass besonders oder so? Ich vermute ehrlich gesagt, nein. Wieso sollten sie auch? Das Ding kostet 1,19 Euro. So, einmal den Rechner wieder richtig hingeschoben. Das Ding kostet 1,19 Euro regulär bei Action. Kann man die aber schnell mal mit auf Reisen nehmen? Oder kann man damit aber geniale, schöne Alltagslooks zaubern? Ich glaube schon. Ja, ich weiß, ich bin nicht unbedingt immer alltagslooksfreundlich, weil ich trage einfach das, was mir gefällt. Aber ansonsten, ich glaube, für den ganz, ganz günstigen Geldbeutel, für schnell mal eben nebenbei, ich muss mal einmal gucken. Mikrofon ist an. Für schnell mal eben nebenbei, glaube ich, kann man sich die mal echt antun, oder? Was sagt ihr dazu? Also Farbrange ist auf jeden Fall da. Ist sie jetzt dunkel genug für mich? Weiß ich nicht. Ist sie besonders genug? Weiß ich nicht. Aber ne, ich musste sie einfach haben. Also ich habe mir nur gedacht, wie bitte, wie kann Action das für 1,19 Euro irgendwie auch nur hinkriegen? Ich gehe jetzt hier mit dem Max & More Eyeshadow Primer rein auf der Seite. Und wollte den einfach heute mal gegen den Revolution Eyeshadow Primer testen. Sind sie besser? Sind sie anders? Fühlen sie sich gleich an? Wie hält die Farbe da drauf? Das ist immer so eine kleine interessante Sache. Manchmal ist es, merkt man die Unterschiede und manchmal einmal, Moment, ich muss mal eben einmal Flugzeugmodus am Handy anmachen. Und manchmal merkt man einfach gar keine Unterschiede. Dieser hier von Max & More ist leicht gefärbt, aber jetzt auch nicht irgendwie so krass gefärbt. Und dieser hier, nehme ich extra einen anderen Finger von Revolution, fühlt sich nicht ganz so glitschig an. Ist, glaube ich, aber auch gar nicht ganz so doll gefärbt. Sieht man da den Unterschied schon? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich sehe es nämlich nicht ganz so doll. Da habe ich den Finger benutzt. Da habe ich auch ein bisschen mehr, glaube ich, genommen, weil einfach dieser Applikator schon recht riesig ist im Gegensatz zu dem von Revolution. Hat man bei dem einen Applikator ganz schon was dabei. So, was macht man denn dann mit dem Quad? Also ich starte heute mit dem dunkelsten Ton. Ich möchte die dunkelste Farbe, das meiste an Tiefe rausholen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich starte einfach mal mit dem dunkelsten Ton. Wieso mache ich das? Weil manchmal, gerade bei so günstigen Sachen, lassen die sich nicht so doll schichten. Und wenn man mit dem dunkelsten Ton startet, hat man die größte Möglichkeit und die größte Erfolgschance, dass das auch wirklich dunkelbrei rauskommt. Ich starte jetzt wirklich hier im äußeren Bereich und schaue einfach mal, wie gut sich dieser Ton auftragen lässt. Lässt er sich auftragen? Wird er patchy? Wird er nicht patchy? Das ist immer so die große Frage. Also wird er fleckig? Hält er bei beiden Primern oder ist er zickig? Es gibt ja auch wieder immer mal wieder so Töne, die bei einem Primer total gut funktionieren und bei dem anderen Primer lassen die sich überhaupt nicht auftragen. Hatte ich auch schon. Oder der eine Primer ist viel zu feucht und silikonartig und da rutscht mir jeder Lidschatten weg. Und bei dem anderen Primer denke ich nur so, ja, der ist trocken. Da ist die Pigmentierung in Ordnung. Dafür hält aber jeder Lidschatten. Also da gibt es wirklich Unterschiede. Wenn ich euch da mal ein Video zu machen soll, welche Primer ich im Moment in meiner Sammlung habe, welche ich für was empfehlen kann, sagt es mir liebend gerne Bescheid. Oder sagt mir liebend gerne Bescheid. Dann mache ich euch da gerne mal ein Video zu.
Ist nämlich eigentlich ganz interessant. Und dass nicht jeder teure Primer auch gut ist, ist, glaube ich, selbstverständlich, aber auch genauso gut. Jeder günstige Primer ist nicht unbedingt immer direkt gut, sondern da gibt es wirklich auch leichte Unterschiede. Aber das könnte ich euch ja dann im Video erklären. Wenn ich das jetzt alles hier vor euch jetzt schon alles erzähle, dann brauche ich ja kein eigenes Video darüber machen. Daher halte ich mich jetzt mal gerade bedeckt. Ich würde mal sagen, für den Alltag, wer jetzt so ein bisschen in dieses rötliche Braune gerne reingeht, kann auf jeden Fall mit diesem Ton gut arbeiten. Der ist nicht zu dunkel am äußeren Wimpernkranz bzw. im Außenwinkel. Der ist aber auch nicht so hell, dass man sagt, den hätte ich mir knicken können. Ich nehme jetzt extra nochmal den kleinen Spiegel. Und was ich auch sagen muss, der lässt sich nach oben hin gut ausblenden, ohne dass jetzt extrem harte Kanten entstehen. Lässt sich aber auch so gut auftragen. Also ist solide, ist gut machbar. Seidig, also man hat nicht das Gefühl, dass es jetzt die Hautfältchen irgendwie... Ach, also juckt, irgendwas hatte ich da an irgendwelchen Dingen drin. Es ist aber auch, also es ist seidig matt, würde ich behaupten. Und es ist aber auch nicht so, dass es jetzt tot matt ist. Also dass man meint oder man das Gefühl hat, dass jede Falte irgendwie betont wird. Manchmal hat man ja Lidschattenfarben, die extrem, oder matte Lidschattenfarben, die so trocken sind, dass sie hier jedes Fältchen betonen. Und das tut diese Farbe, also die dunkelste Farbe aus diesem Vierer Quad, rein gar nicht. Ich muss mir das echt angucken. Hier sieht man auch schon vielleicht beim Primer Unterschiede. Der hier ist ganz matt geworden. Der hier sieht man immer noch einen leichten Glanz drauf, einen leichten Schimmer. Und ich habe da wirklich nichts anderes gemacht. Also ich bin da, ne, da sieht man auch schon. Der macht Glanz, der mattiert ab. Zwei unterschiedliche Primer, zwei unterschiedliche Varianten. Ich nehme jetzt hier, was ist das, ein Rankai Pinsel? Ich habe schon wieder vergessen, was ich gerade für einen hatte. Doch, das war hier dieser. Das war aus einer Glossy Box, der Spectrum Pinsel. Und jetzt gehe ich in diesen helleren Farbton rein, also in diesen, ja, rosigeren. Das sind beide ja rosig, aber da, glaube ich, sieht man, zumindest sehe ich jetzt hier nochmal den leichten Unterschied zwischen den einzelnen Farben und blende hier oben nochmal so ein bisschen weg, aber auch einfach hier vorne hin, um hier nicht diese Dunkelheit zu haben, wie jetzt da hinten. Gute Erklärung, oder? Ihr seid bestimmt wieder stolz auf mich, auf meine Erklärung. Ich möchte vorne die Helligkeit haben, weil sonst zieht das Auge wieder zusammen. Hinten möchte ich aber das Dunkel haben, weil durch das Schlupflid und auch durch diese komischen Fältchen sonst mein Auge einfach zusammenfällt so ein bisschen. Also beziehungsweise da würde ich einfach noch grummeliger irgendwo aussehen, als ich so oder so manchmal schon bin. Und durch die dunkle Farbe da hinten verschwindet das Schlupflid. Aber auch die einzelnen Fältchen verschwinden so ein bisschen. Daher bin ich immer erpicht und glücklich, wenn dann einfach in so einer kleinen Palette einfach schon ein kompletter Look irgendwie vorhanden ist. Hätte man jetzt unbedingt beide Farben gebraucht? Ja, man sieht einen leichten Unterschied, aber auch nicht zu doll. Der ist rosiger, der ist ein bisschen bräunlicher, wenn ich mir das jetzt ganz genau angucke. Aber auch, ich bin schon diejenige, die jetzt hin und her geht und nochmal blendet und versucht zu verblenden. Aber theoretisch braucht man das eigentlich gar nicht. Also die lassen sich, habe ich auch schon, die gibt es ja auch in einer 12er Palette. Ich glaube für 2,12 Euro. Also im Prinzip nochmal einen günstigeren Deal, wenn man jetzt ein bisschen mehr Farbe haben will. Aber auch die ließ ich einfach wie ein Traum verblenden und diese hier auch. Ich gehe jetzt hier vorsichtig so ein bisschen in den Innenbereich rüber. Gucke, dass ich an beiden Seiten einigermaßen gleich hoch gelandet bin mit der dunklen Farbe und ansonsten tupfe ich hier nochmal an den Stellen, wo ich nicht so hoch gelandet bin, nochmal die dunkle Farbe aus und gehe jetzt über die Kanten nochmal mit dem Pinsel, habe aber jetzt nicht weiter irgendwie nochmal in diesen hellen Ton reingedippt, sondern wir sind wirklich nur über die Kanten mit der Farbe gegangen. Ich könnte euch übrigens einen Tacken ranzoomen, ne? So, einmal einen Tacken mehr ran, dann seht ihr das nämlich nochmal einen Tacken besser. Werfe ich ein bisschen mehr Licht drauf, kann hier auch ein bisschen mehr Licht anmachen. So, ich glaube, das ist ganz gut. Und jetzt gehen wir mit dem Glitterglue rein. Übrigens mein absoluter Lieblingsglitterglue. Wenn ihr da irgendwie Empfehlungen habt, wo man auch noch rankommen könnte, was jetzt nicht der Nyx Glitterglue ist, dann sagt mir bitte Bescheid. Und nein, der Trended Up Primer ist nicht so wie der Nyx Glitterglue. Der Trended Up Super Grip, wie auch immer der heißt, der
lässt die ganzen matten Lidschatten extremst verschmieren, beziehungsweise es bildet Ränder und hält deutlich nicht so doll wie der Glitterglue, hält aber jetzt zum Beispiel einfach den normalen Lidschatten ein bisschen besser, klebt ein bisschen besser. Also wer jetzt irgendwie Probleme hat damit, dass der Lidschatten nicht an dem Auge kleben bleibt, kann auch auf jeden Fall mit dem Trended Up Primer versuchen. Ob das dann immer hundertprozentig klappt oder ob man damit mehr Glück hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine Alternative irgendwo, wenn halt so ein Lidschattenton nicht am Auge halten will. Aber keine Alternative zum NYX Glitter Glue. So, weiter geht's. Ich gehe jetzt in diesen Farbton rein. Das war ja dieser schöne Metallic Schimmerton. Ich nehme den jetzt erstmal mit dem Pinsel auf. Das ist einfach einer von Lamora. Die Lamora Marke gibt es auf Amazon zu kaufen. Hat auch mega geile Lidschattenpaletten. Gerade hier die Nachmache von Anastasia Beverly Hills. Natasha Denona. Die sind echt gut. Die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wer jetzt irgendwie keine 60, 70 Euro für Natasha Denona ausgibt, kann 10 Euro für Lamora ausgeben und erhält sehr, sehr ähnliche Farben. Wer jetzt irgendwie nur auf die Farben aus ist und auch echt eine gute Lidschattenqualität. Also da ist nichts zu meckern. Ich glaube, die Nude-Palette von denen und kann man auf jeden Fall machen für 10 Euro. So, vorsichtig rein. Ich blende immer von der Mitte aus, beziehungsweise ich setze mir die erstmal in die Mitte und gucke dann, ob ich vielleicht noch was Helleres hinzufügen will und gehe hier hinten auch einfach in den matten Ton rein, blende mir gleich den matten Ton wieder zurück, aber so habe ich einfach einen schönen Übergang und ein schönes Farbergebnis und ich würde mal sagen, die Farben passen auch total gut zueinander. Also man hält so ein bisschen, man erhält mit diesem Quad einen richtig schönen monochromatischen Look. Also das baut jede einzelne Lidschattenfarbe wunderbar aufeinander auf. Und selbst man kann auch eine Farbe nur über das in die Crease geben und dann einfach diesen hier schnell über das bewegliche Lid blenden. Dafür, wenn es wirklich schon extremst schnell gehen muss, würde ich echt den Finger empfehlen und dann wirklich zack, 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 auftupfen, verblenden, zack, zack. Geht immer für mich einen Tacken schneller, als jetzt einen Pinsel zu benutzen. Fühlen ist so oder so das Beste, weil dann weiß man auch, funktioniert der Hälter auf dem Glitterglue? Hätte man den Glitterglue gebraucht? Oder geht der auch vollkommen ohne? Ich würde mal sagen, dieser geht auch schon fast vollkommen ohne. Ist aber einfach so, wenn man sich einmal an den Glitterglue gewöhnt hat, dann gibt man den auch so schnell nicht wieder auf. So, jetzt nehme ich einen kleineren Pinsel. Das ist, ich glaube, 10 Stück für 1 Euro. Pinsel reicht aber trotzdem für den Innenwinkel. Und da gehe ich jetzt in den hellsten Farbton rein. Das war ja dieser hier. Der hat ganz ebenseitige Schimmerpartikel, ist aber wirklich eher seidig matt. Den würde ich nicht über das ganze bewegliche Lid tragen, weil seidig, finde ich, betont immer nochmal die einzelnen Fältchen. Da ist besser Metallic, am besten nur sogar noch Metallic mit ein paar Glitzerpartikeln drin, also gröbere Schimmerpartikel. Die betonen einfach nicht so doll die Fältchen. Und dann geht man auch nicht das Risiko ein, dass man älter auf den Augen aussieht, als man so oder so schon ist. Aber seidig im Innenwinkel funktioniert auf jeden Fall, weil da sind ja meistens nicht ganz so viele Falten und dadurch, dass es einfach der hellste Ton ist, betone ich gerne nochmal so ein bisschen den Innenwinkel oder mache ihn einfach nochmal ein bisschen heller. Jetzt gehe ich mit diesem dunkelsten Ton nochmal hier hinten rein, verblende fix den hinteren Part mit dem Schimmer. Manchmal wird das sogar noch einen Tacken dunkler, weil der matte Ton ganz häufig einfach nochmal einen Tacken besser auf dem Schimmer hält. Und gehe auch wirklich so ein bisschen in den Innenwinkel rein oder in den Innenbereich. Nimm nochmal den hellen Farbton, blende hier vorne auch nochmal, sodass ich einfach keine harten Kanten zwischen Matt- und Schimmertönen habe. Und habe den Look im Prinzip schon fast fertig. Ich kann jetzt nochmal hier hinten rein. Und nochmal hier ein bisschen tupfen. Und dann ist das eigentlich schon soweit fertig. Habe ich Fallout? Habe ich kein Fallout? Ganz minimal. Meistens auf dieser Seite, wieso auch immer. Ganz, ganz minimal. Gefällt mir jetzt diese Formulierung, beziehungsweise gefallen mir die Farben auf meinem Auge? Ja, ich finde, die wirken gar nicht mal so schlecht. Und auch dieser matte Ton, also dieser, nicht matte Ton, aber dieser helle Ton, kommt glitzernder, glänzender rüber als jetzt im Fändchen. Dafür finde ich, kommt dieser hier, der Metallic-Ton, nicht ganz so doll raus. Ja, es ist ein Metallic-Ton, also ja, man sieht den Glanz. Hätte für mich aber einfach deutlich nochmal mehr Sparkles, mehr Glanz haben können. Ist aber einfach meine Präferenz. Vielen reicht das auch. Viele möchten ja einfach nur diesen
sagen wir mal, normalen Lidschattenlook beziehungsweise einen schnellen Lidschattenlook. Und ich glaube, dafür ist dieser Vierer Quad No-Brainer, wenn man nichts weiß, nichts sieht oder es einfach morgens noch dunkel ist, holt euch diesen Vierer Quad ran, schminkt euch das schnell mit. Ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr nicht aussieht wie Panda-Eyes. Jetzt ist übrigens hier mein Catrice Under-Eye-Brightener dran. Ihr habt auf jeden Fall keine Panda-Eyes und ihr seht auf jeden Fall nochmal recht vernünftig aus, ohne dass ihr euch irgendwie extremst anstrengen müsst und auch, glaube ich, für jeden Alltagsjob, Arbeitsjob ganz gut gewappnet. Würde ich da jetzt noch ganz, ganz häufig zugreifen, jeden Tag? Ja, wenn mein Job das bezwingen würde, natürlich. Wieso nicht? Also Lidschattenqualität, soweit ich das jetzt sehe, ist total solide, total genial eigentlich. Und also ne, ist nichts dran falsch. Würde ich da zugreifen, ich habe genug Make-up. Ich habe auch interessante Sachen. Ich habe auch ganz viele Indie-Brands. Ich gehe jetzt hier in die Matte Mousse Foundation von Essence rein. Verteile mir die so ein bisschen. Klopfe die mir hier schon mal in meine Pickelmale ein. Ich habe Glück, diese Pickelmale sind, die liegen alle relativ flach auf der Haut. Also die sind nicht irgendwie erhaben oder so. Dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut, dass die so gut wie verschwinden, wenn man da irgendwie Foundation drüber aufträgt. Aber ja, greife ich da jeden Tag tagtäglich zu dieser Lidschatten, zu dem Quad? Vermutlich nicht. Vermutlich werde ich den so einmal im Jahr rauskramen. Ich könnte mir das aber auch ganz gut vorstellen, dass ich den einfach irgendwie mit auf Reisen nehme, weil auf Reisen hat man ja meistens so bescheidene Lichtverhältnisse beim Schminken. Ich gehe jetzt hier mit dem Beauty-Schwämmchen rein und verteile. Und das ist wirklich so eine Palette, wo man keine Angst haben muss. Also da, wo man keine Angst haben muss, dass es zu dunkel wird, wo man keine Angst haben muss, dass, was weiß ich, man nicht richtig verblendet hat oder so. Dafür ist diese Palette, glaube ich, echt klasse. Und wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Dann ist 1,19 Euro weg. So, einmal schön drüber gehen, schön verteilen. Nicht, dass ich gleich meine Fingerabdrücke auf meinem Gesicht habe und schon mal gesettet habe. Passiert mir regelmäßig. Also ne, gerade so Wochenende oder so, wenn man nicht genau hinguckt und dabei am besten noch irgendwelche Videos schaut oder so, dann passiert mir das regelmäßig, dass ich einfach irgendwelche Fingerabdrücke auf meinem Gesicht habe und das dann erst Stunden später feststelle. So, einmal hin und her. Da gehe ich gleich nochmal rein. Da sieht man nämlich jetzt wieder die Pickelmale durch. Lass das dann aber und versuche nur die Kanten zu verblenden. So geht das eigentlich am besten auch. Also, ne, geht einfach mit dem Finger rein, tupft auf und geht mit dem Finger wirklich hin und her und verblendet im Nachhinein einfach nur die Kanten. Also, dann habt ihr da, wo ihr Deckkraft haben wollt und müsst. Naja, wollt, ne? Also man muss gar nichts, man kann auch einfach so rumlaufen, ist ja keiner gezwungen, nur weil er irgendwelche Pickelchen hat oder so, die wie blöde abzudenken. Mich macht das immer sehr unsicher. Ne? Also mich macht das immer sehr unsicher, wenn einfach die anderen Leute starren. Ich bin ja auch jetzt nicht irgendwie in der Pubertät oder so, sondern ich bin einfach schon auch ein wenig älter. Und dann macht mich das auch extrem unsicher, wenn die nochmal extra starren. Wieso hat diese Frau in dem Alter denn noch so viele Pickel? Und wenn ich die dann irgendwie schick verdecken kann, sodass man die gar nicht mehr ganz so doll sieht, bin ich da extrem glücklich drüber. So, einmal Concealer in der Farbe 110 Honey. Das ist die dunklere Variante von dem Concealer. Die trage ich mir jetzt hier hinten so ein bisschen auf. Da will ich ja gar nicht ganz so viel Helligkeit haben. Ja, ich will den aufbrauchen. Also ich habe den gekauft, weil ich dachte, ach Quatsch, der ist ja gar nicht so viel heller wie dieser hier. Ist aber auf dem Gesicht extrem viel. Weil, ne, Helligkeit. Und bei dem anderen hat man halt eher, wenn man Glück hat, die gleiche Hautfarbe, wie ich die jetzt so habe, wenn man den ausblendet. Ich gehe hier vorsichtig rüber. Mache mir einmal so leichte Wings, beziehungsweise so leichte, ja, ich betone im Prinzip, ziehe meine Augen in die Höhe, sodass die Augen frischer und wacher aussehen und die nochmal ein bisschen geliftet werden, ohne einen Facelift zu haben. So, und hätte das dann soweit. Gehe dann mit dem Concealer einfach hier hinten hin, setze oben an und ziehe nach oben durch. Verblende hier die Kanten, verblende manchmal auch noch ein bisschen bei meinem Make-up-Look, also bei meinen Lidschattenfarben weiter
Und dann hätte ich eigentlich schon die beiden Seiten fertig. Übrigens kann man dieses Ding auch dann recht gut benutzen, um dann einfach irgendwie einen schwarzen Eyeliner drüber zu setzen. Dann hat man nämlich schon vorher einmal die Kanten sich richtig gesetzt oder einmal die Linien sich gerade gesetzt. Und dann schwarzer Eyeliner geht deutlich einfacher, als wenn man das dann frei Hand machen muss. Allerdings bin ich einfach kein schwarzer Eyeliner-Fan, weil wenn ich den sichtbar ziehen müsste, müsste ich den bis nach hier oben irgendwo setzen. Und komm, vergiss es. Also erstens steht mir das nicht so sonderlich gut. Zweitens, bis ich die gleichmäßig hinkriege, habe ich zwei dicke Balken und eine halbe Stunde vergeudert. Und dann lasse ich es lieber einfach sein. So, einmal nochmal überall rüber. Da, wo ich so ein bisschen Augenschatten habe, beziehungsweise mehr Augenschatten habe. Und ja, das ist einfach normal. Das sind keine Augenschatten oder Augenringe, sondern ich glaube, das passiert im Alter, dass hier einfach die Haut weniger wird, es aber irgendwie blöd ist, das unterspritzen zu lassen, weil dann hätte man Puffy Eyes, also so aufgequollene Augen, ganz häufig. Also unterspritzen ist auch nicht das, was man machen soll, sondern lasst es einfach sein und versucht es einfach ein bisschen durch Farben auszugleichen oder einfach die, oder so zu lassen. Das ist halt der Lauf der Dinge und der Lauf der Zeit, wenn man einfach da so ein bisschen holer, hollow wird, sagt man auf Englisch. Kann man leider nichts dran ändern. Manche haben das, manche nicht. Aber Unterspritzen aufbauen oder so ist auch halt nicht immer die beste Lösung, die man so hat. Jetzt habe ich das Crazy Coconut Setting Powder benutzt. Einfach, ich liebe das. Also, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man so kriegen kann. Man kann es wirklich, ne, wie ihr seht, richtig feste aufbauen. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass die Haut extrem ausgetrocknet wird. Und im Nachhinein sieht es auch nicht extrem trocken aus. Ja, jetzt schon. Ich habe nämlich heute mal viel aufgetragen. Bei manchen Tagen nimmt man wenig, an manchen Tagen nimmt man irgendwie extrem viel. Aber trotzdem kriegt man das eigentlich so schön in die Haut eingearbeitet, dass das nicht zu viel im Nachhinein aussieht. So, einmal hier rüber. Das ist übrigens einer von Brushworks. Ich glaube, der war auch mal in der Glossy Box drin. Der ist schön groß. Das ist ja. Aber ich habe den einmal gewaschen und man sieht auch schon hier, platzen die Nähte auf. Weiß ich nicht, ob das so dolle ist, ob das normal ist. Ich habe günstige Dinge, wo ich die dann wirklich paar Mal wasche und da keine Naht aufplatzt. Ich habe aber auch andere Dinge, die genauso teuer sind oder so, da platzen auch schon mal die Nähte auf. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie Montagsprodukt war oder so oder ob das einfach Standard bei denen ist. Von der Puffigkeit, also von der Haptik oder so, ist der echt schön. Ich mag den gerne. Und würde mir den theoretisch auch immer wieder kaufen. Muss aber mal schauen. Ich habe noch genug von diesen Dingern. Ich brauche die aber wirklich dann auch öfter auf und wasche die öfter. Und ne, damit man wirklich dann irgendwo Nutzen rausziehen kann. Für meinen Blush Bronzer Highlighter nehme ich hier Blush und Bronzer. Nehme ich hier meine Hoola Palette. Ja, ich möchte sie ein bisschen aufbrauchen. Ich weiß, man könnte jetzt 10.000 Bronzer irgendwie hervorkramen oder so. Ich bin im Moment extremst langweilig. Ich weiß. Primär geht es bei mir einfach immer bei meinen Looks, um meine Lidschatten. Und der Rest ist so ein bisschen Nebensache. Ich könnte mir jetzt auch die Coral Lustre Palette von Max & More nehmen. Die hat nämlich einen wunderschönen Bronzer für meinen Hautton. Geht natürlich nicht, wenn man eine Palette für alle rausbringt, dass die jedem Hautton irgendwie entspricht, beziehungsweise für jeden Hautton geeignet ist. Aber die Coral Lustre Palette, da sieht man wenigstens, dass ich Bronzer aufgetragen habe. Nicht so wie bei dem Action anderen Dingen da, diesen Bronzer- und Highlighter-Ding. Schönes Setting-Puder für leicht gebräunte Haut ist dieser Bronzer. Und schönes Finishing-Puder ist dieser Highlighter, weil der hat ganz leichte, sanfte Lichtreflexe. Aber Highlighter würde ich dir nicht bezeichnen. So, einmal hier rüber, einmal ein bisschen zur Seite, einmal ein bisschen gebronzt aussehen, ein bisschen mehr gebräunt aussehen. Dann gehe ich hier immer hinten und runter und setze mir es unter das Kinn so ein bisschen, damit einfach die Übergänge so ein bisschen, ja, irgendwo schöner aussehen. Ne? Also, wenn ich das nicht machen würde, hätte man ja dann zwischen Foundation und Nicht-Foundation vielleicht mal ein bisschen mehr Übergang. Man kann auch in das Ohr gehen, weil von hinten ist das auch immer nicht so schön, wenn man dann einfach Streifen hat. So, Blush gehe ich auch da rein. Gestern habe ich den Rocketeer benutzt. Heute gehe ich einfach mal, obwohl der Rocketeer sieht natürlich dazu besser aus. Ich gehe wieder in den Rocketeer.
Weil der California ist mir, glaube ich, jetzt zu pinkig. Mal gucken, ob ich von dem Rocketeer noch was abkriege und tupfe mir den auf. Der riecht mega. Ich liebe diesen Geruch von diesem. Der riecht so ein bisschen fruchtig, fast schon altbackend, aber doch irgendwie lecker. Ich mag den Geruch total gerne. Bin ein bisschen traurig, dass sie diese Blush-Palette oder diese ganze Palette leider nicht mehr in ihrem Sortiment haben. Aber es gibt wieder neue, glaube ich. Ne? Also von Benefit bringt wieder Richtung Weihnachten neue Dinge raus. Wenn ihr sehen möchtet, beziehungsweise wenn ihr darüber ein Video haben wollt, von einfach jede Woche irgendwelche Make-up-Neuheiten, sagt mir bitte Bescheid. Beziehungsweise dann würde ich auch für euch einfach mal so eine Serie drehen. Ich weiß, manchen gefällt das. Ich weiß aber auch nicht, wie möchtet ihr die haben? Möchtet ihr dann wirklich nur Drogerien-News haben oder möchtet ihr wirklich Indie-Brands mit drin haben? Möchtet ihr nur High-End drin haben oder wirklich ein schöner Mix? Wollt ihr nur Lidschattenpaletten haben, die jetzt neu rauskommen? Wollt ihr komplette Make-up-Produkte haben? Würde mich gerne mal interessieren oder interessiert mich. Was möchtet ihr da vielleicht sehen? Dann könnte das ja vielleicht auch für mich so eine kleine Serie sein, die ich einmal in der Woche drehe und für euch dann, was weiß ich, jeden Freitag präsentiere, jeden Montag präsentiere. Sagt mir einfach liebend gerne Bescheid, was ihr da irgendwie haben wollt. Oder wollt ihr das irgendwie in Shorts haben? Könnte ich natürlich auch versuchen, irgendwie in einen Short reinzukriegen. So, ich gehe ein bisschen in Dandelion noch rein. Das ist ja dieser hier. Und tupfe den mir hier vorne so ein bisschen auf, um nochmal ein bisschen in dem Bereich einfach matter zu sein. Und vielleicht nicht ganz so betont hier diese schönen Pickelmale zu haben. Dann gehe ich jetzt weiter in den Mary Luminizer rein. Der ist der OG von The Balm. Ich habe nichts anderes von The Balm. Ich habe nur den Mary Luminizer. Der ist aber wirklich schön. Vorsichtig aufgetragen, macht einen leichten Kranz. Man kann ihn aber auch richtig krass auftragen. Dann hat man einen richtig schönen High-End, nicht High-End, High-End ist es ja so, aber so einen richtig extremen Glanz schon auf der Haut, aber auch nicht zu überkandidelt, also auch nicht so, wo man dann sagt, du hast die Striche draufgetragen, sondern wirklich, das verschmilzt schön mit dem Blush. Gleich gehe ich nochmal in den Blush mit rein und tupfe einfach nochmal an den Stellen, wo ich Highlighter aufgetragen habe, um einfach einen tollen Übergang zu haben. Manche mögen es nicht, manche mögen es, manche finden das irgendwie langweilig, dass man dann den Blush oder den Highlighter im Prinzip nochmal aushuftet. Ich mag das eigentlich immer gerne. Übrigens, frisch gewaschene Haare einfach nur im Zopf zusammen gemacht. Kommt gleich noch, wenn ich mich weiter fertig mache. So, einmal, ihr kennt den Drill. Einmal bitte umsetzen, wenn meine Füße eingeschlafen sind. Und genauso mache ich das jetzt auch. So, ich gehe in den dunkelsten Ton rein. Nehme den mir einfach mit so einem kleinen Smudger-Pinsel auf. Ich habe jetzt hier einen, obwohl der ist irgendwie doof. Nehmen wir doch den hier. Der ist ein bisschen breiter. Der ist von Shein. Mach den einmal ganz fest sauber auf meinem Mikrofasertuch, das immer vor mir liegt. Da sieht man auch, da ist so gut wie keine Farbe dann mehr drin. Beziehungsweise man würde so oder so die Farbe nicht mehr raufkriegen, aber man sieht die dann immer noch so ein bisschen am Pinsel. Und gehe jetzt wirklich von hinten nach vorne so ein bisschen durch und verblende gleich mit dem helleren Ton nochmal ein bisschen nach unten. Muss hier immer aufpassen, dass hier ich nicht zu weit gehe, aber trotzdem hier hinten nochmal ein bisschen das Augenmerk drauf lege. Manchmal nimmt nämlich diese Seite einfach da hinten keine Farbe so gut an. Und dann hat man da mal so eine doofe Lücke. Und jetzt gehe ich einfach in den Ton rein, in den helleren. Und blende hier unten nochmal ein bisschen vorsichtig, auch nach vorne nochmal ein bisschen weiter. Und an den Rändern. So, Innenwinkel. Bleibt einem ja bei diesem Quad nicht viel über, als jetzt den hellsten semi-matten Ton oder Sator-Finish-Ton im Innenwinkel zu tragen. Das ist dieser hier. Einfach vorsichtig aufgeben. Das ist, glaube ich, ein Lippenpinsel. Ich liebe diese Lippenpinsel, wo keiner weiß, was er damit anfangen soll. Beziehungsweise, wer benutzt schon Lippenpinsel? Ich nicht. Um die einfach für den Innenwinkel zu benutzen. Die haben meistens ein bisschen starrere Funktionen, beziehungsweise die sind einfach ein bisschen härter. Und dadurch nehmen die einen Tacken besser sogar nochmal das Produkt einfach auf. Und man kann einfach schön präzise arbeiten, ohne dass man jetzt irgendwie den kleinen Finger nehmen müsste oder sich versuchen muss, da irgendwie was zurechtzubrechen, weil die anderen Pinsel einfach zu grob sind. Nehmt Lippenpinsel. Die meisten wissen nichts damit anzufangen, ich auch nicht anders. Aber für solche Sachen sind die total gut. Jetzt nehme ich einfach die Kante von den Lippenpinsel. Und trage mal den anderen Schimmerton, diesen mehr Metallic-Ton, nochmal hier unten hin, um nochmal so ein bisschen highlightig, beziehungsweise nochmal irgendwo einen Glanzpunkt an meinem Lidschattenlook zu haben. Wieso der jetzt auf der einen Seite besser hält als auf der anderen Seite, ich kann es euch echt nicht sagen. Manchmal
meint man einfach, man wäre über diesen Part gegangen und packt sich den dann auch wieder voll in die Augen rein. Und dann ist man doch nicht in diesen Part reingegangen oder hat doch nicht da irgendwie Produkt auf diese Seite genommen. Und dann reibt man und versucht man da irgendwie rüberzukommen, aber ist halt nicht. So, Kajalstifte. Wenn wir schon bei Action, Max & More sind, ich habe ja einige dieses 10er-Pack von Kajalstiften geholt, die sind gut. Die sind gar nicht mal so übel. Und es gibt ein Braun, es gibt ein Grau, es gibt ein Schwarz, also für die dunklere Variante ist gesorgt. Es gibt sogar ein Weiß. Wir könnten heute mal Weiß wählen, wenn ich den jetzt finde. Weil die ganzen Blautöne, Gelb könnte man natürlich auch machen. Vielleicht mache ich das auch. Mal so im Kontrast nochmal ein Gelb zu setzen. Man könnte natürlich auch wirklich in Weiß reingehen, um das nochmal zu erhöhen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt einfach in das Gelb rein. Ich finde das irgendwie ganz witzig. So sieht das Gelb aus. Ist jetzt nicht das pigmentierteste, aber man kann es doch irgendwo aufbauen. Ist so ein Grün-Gelb. Mal gucken, ob es sich auf der Wasserlinie jetzt irgendwie aufbauen lässt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal bei euch benutzt habe oder ob ich den einfach für mich geheim benutzt habe. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ihr könnt mir das vermutlich besser sagen. Man sieht so ein bisschen diesen gelblichen Unterton. Ist aber auch nicht wham bam gelb in your face, sondern hat so einen leichten Grün-Gelb-Effekt. Und ich glaube, zu dem Farbton passt das mal. Und das ist einfach nochmal... Ja, so ein kleiner Hingucker irgendwo, ne? Also wer jetzt irgendwie sagt, oh verdammt, der Look ist total langweilig geworden, geht einfach mit einem bunten Kajalstift rein. Also in die Wasserlinie, wer jetzt irgendwie was immer auf der Wasserlinie trägt, geht einfach mal mit einem bunten Kajalstift rein. Und dann habt ihr auch so ein eher boring Make-up mal was Besonderes gemacht. Oder einfach nochmal Richtung Smoky gegangen. Also wer jetzt irgendwie einen schwarzen Grau, einen Braun in die Wasserlinie setzt, macht natürlich daraus wieder einen komplett anderen Look. Oder halt wirklich Classic und dann einen cremefarbenen Ton rein, damit die Augen nochmal einen Tacken vergrößert werden. Hell vergrößert natürlich ein bisschen mehr oder cremefarben weiß vergrößert manchmal noch ein bisschen mehr. Weiß kann aber auch ganz schnell scary und unnatürlich wirken. Daher, ne, wenn schon unnatürlich, dann kann man auch mit Farbe arbeiten. So, das war's. Also man sieht ganz eben, dass das gelblich ist. Aber es ist nicht so, dass man schreiend wegrennt, weil jemand gelben Kajalstift in der Wasserlinie trägt, sondern einfach nur so ein kleiner besonderer Hingucker. So, Max & More Augenbrauenstifte. Habe ich euch ja jetzt in den letzten paar Wochen mit total zugelabert. Absoluter Lieblingsaugenbrauenstift, weil der so schön wachsig und weich ist. Nicht wachsig noch nicht mal, aber weich ist, dass ich da keine Probleme mit habe, dass ich da mir die Augenbrauen auszupfe und einfach schön und schnell nachmalen kann. Ausmalen kann, nachmalen kann. Keine einzelnen Härchen, weil einzelne Härchen gehen halt mit so einem weichen Stift nicht. Aber wirklich, ich muss hier hinten meistens mehr nachmalen als vorne. Und dafür ist es genau das Richtige. Ich will halt nur, dass die irgendwo dichter und vollständiger wirken und nicht irgendwie besonders feathered oder besonders irgendwie sind. Sondern wirklich nur ausgemalt, ein bisschen definierter, aber... bin ich zu faul. Was ich an Lidschatten, was ich in meinen Lidschatten Make-up-Look, also Augen-Make-up-Look setze, an Zeit, das vergeude ich nicht bei meinen Augenbrauen. Ist halt so. So, Kryolan Eyebrow Forming Gel, da möchte ich unbedingt das nochmal, das neue von, ich glaube, Catrice ausprobieren. Das von Essence habe ich schon gehört, ist sehr, sehr flüssig aus dem neuen Standardsortiment. Und ich glaube, da bräuchte ich das jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Aber das neue von Catrice habe ich bis jetzt nur positive Sachen gehört. Wenn ihr irgendwie Interesse habt an Sachen, die ich ausprobieren soll aus dem Essence und Catrice Standardsortiment aus dem neuen, dann schreibt es mir bitte auch gerne. Also ich möchte gucken, dass ich diesen lila Quad, nein Duo, den lila Duo Lidschatten finde. Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel der von Essence, der bräunliche, sehr, sehr ähnlich ist wie dieser. Ich könnte die mal nebeneinander anders swatchen. Beziehungsweise ich habe sie ja noch nicht, aber wenn ich die im Laden finde, dann kann ich ja Swatches davon machen und die dann zu Hause damit vergleiche. Blau werde ich mir nicht zulegen. Also blau ist schon mal ausgeschlossen, weil blau trage ich super, super selten und ich habe auch schon bei anderen gesehen, dass das einfach irgendwie fleckig wird. Und dann brauche ich es mir auch jetzt echt nicht holen. Dann möchte ich gerne nochmal die Foundation von Catrice testen. Und was war das noch? Die ganzen Lippenprodukte von Catrice. Der Blush ist mir einfach zu teuer. Ich meine, es sind zwei Blushes in einem, aber ich glaube, 6 Euro für einen Catrice Blush finde ich echt schon happig. Daher, das werde ich nicht machen. So, ich gehe jetzt einfach in die She Glam, wie heißt sie denn, Big Time Eyes Mascara rein.
Eine gute, solide She Glam Mascara, die, glaube ich, wer jetzt irgendwie da Interesse dran hat, auf jeden Fall nicht irgendwie enttäuscht wird. Also ist jetzt nicht irgendwie die beste Mascara, die ich habe. Die funktioniert aber gut. Die tuscht die Wimpern, die macht die Wimpern, fächert die schön auf. Man hat halt keine Spinnenbeine oder so recht schnell, das seht ihr auch. Und gerade zu so einem softeren Augen-Make-up-Look möchte man ja vielleicht auch nicht unbedingt immer mit den Wimpern dann so krass betonen, dass dann die Spinnenbeine bis an den Augenbrauen hängen. Daher, das ist schon dafür eine ganz gute Mascara. Schöne Alltagsmascara, lässt sich auch abends sehr, sehr schön abschminken. Hat man nämlich auch manchmal die Probleme mit. Ich habe die von Revolution eine Waterproof-Mascara getestet. Ich habe schon lange keine Waterproof-Mascara mehr auf den Augen gehabt. Erstens hat die abgefärbt. Das war noch das Beste. Und abschminken lassen hat die sich überhaupt nicht. Also abschminken lassen war der blanke Horror für mich. Selbst mit wasserlöslichen und ölhaltigen Abschminkdings da hat die sich nicht entfernen lassen. Und es war, ich habe sie irgendwann drangelassen. Ich habe gedacht, bevor ich mir die ganzen Augenwimpern ausreiße, dann bleibt die halt an manchen Stellen dran und dann verschwindet die vermutlich morgen früh nach dem Duschen oder so. Oder den nächsten Tag nach dem Duschen. Aber es war echt nicht schön. Wirklich nicht. Also das ist auch so für mich ein Flop-Produkt, was ich nie wieder benutzen werde. Ich benutze und versuche immer mal wieder eine neue Mascara zu benutzen. Aber wenn diese Mascaren einfach nicht... Ich muss mal einmal, ne, wenn man noch den Schlaf in den Augen hat und da einfach drüber malt. Ich benutze keine Mascara, die meinen Wimpern mehr schadet, als sie den Wimpern gut tun. Und dann lasse ich es auch lieber sein. Ich gehe jetzt hier einfach vorsichtig mit dem Bürstchen an meinem Wimpernkranz entlang, unteren Wimpernkranz. Ich nehme aber wirklich dann nur immer die Spitze, weil kleine Augen. Und wenn ich da so entlang gehe, dann muss ich ja wirklich aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit unten hier dran an die Haut komme und so ist das Thema einfacher. Zack, zack, hin und her. Ein bisschen gerade bürsten, ein bisschen feiner nach unten bürsten. Man hat halt nur eine kleine Fläche, die man da irgendwie beachten muss. Und für mich ist das deutlich einfacher, als das jetzt in dieser anderen Methode zu machen. Und man kann viel präziser irgendwo arbeiten. Kriegt man dafür dann am unteren Wimpernkranz die beste Länge hin? Natürlich nicht. Also braucht man sich auch irgendwo nichts vormachen. Da geht nicht die beste Länge hin, aber es geht eine schöne Länge hin. Und man hat halt die Wimpern am unteren Wimpernkranz auch ein bisschen betont. So, mache ich was an meinen Lippen oder lasse ich meine Lippen jetzt einfach so sein? Ich zoome euch mal einen Tacken raus, dann sieht ihr nämlich mal noch mal ein bisschen besser das Ergebnis. Seht ihr da? Irgendwas habe ich da? Nee, ist einfach nur hinten da. Genau die gerade Linie. Ja, so sieht der Look aus. Würde ich mal sagen... Machen wir da noch ein bisschen mehr zu. Beziehungsweise, na, wenn ich raussuche, meint meine Linse, mein Objektiv, mehr Licht reinzulassen. Und deswegen sieht man manchmal mich rangezoomt dunkler und rausgezoomt einen Tacken heller. Deswegen versuche ich das dann immer im Nachhinein nochmal ein bisschen mehr zu justieren. Aber das ist jetzt der fertige Make-up-Look mit einer Lidschattenpalette, die 1,19 Euro kostet. Ja, ist es jetzt der aufregendste Look? Nein. Ist es ein Look, der mega geil tragbar ist? Ja. Ist es eine Palette, die ich euch weiterempfehlen kann? Wer auf solche Farben steht, wieso nicht? Wer jetzt irgendwie sagt, ich fahre die nächsten Tage in den Urlaub und mir ist es eigentlich ganz egal, ich muss einfach nur eine Palette irgendwie da in meinen Koffer reinschmeißen, dafür ist die mega. Oder wer jetzt die tagtäglich benutzen möchte, das funktioniert. Also man kann einmal, man kann sogar wirklich nur den hellen Ton benutzen. Wer jetzt sagt, irgendwie der dunkle Ton ist mir sogar schon zu dunkel auf im Außenwinkel, benutzt diesen schönen Rosé-Braunton einfach über, ne, einmal als Crease-Farbe und im Außenwinkel. Wer jetzt sagt, ich möchte gerne eher so einen Sator-Finish auf dem Auge tragen, weil das andere ist mir zu glitzerig. Das ist ein Duo-Look, der sehr, sehr seicht, sehr, sehr sanft rüberkommt. Ich wische gerade meine Finger ab. Sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr sanft rüberkommt, aber machbar ist und man hat trotzdem was auf dem Auge. Man kann aber auch genauso gut sagen, ich nehme jetzt den dunkleren, weil der dunkle funktioniert auch in der Crease, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Also auch komplett einmal. Und ich gehe mit dem einen Metallic-Ton drüber. Der Metallic-Ton ist metallischer, ne, da. Da sieht man richtig, wie der das Licht dann einfängt. Ist natürlich ein bisschen glänzender als der andere. Nicht ganz so rosafarben, wenn man... Oh,
Wo ist das Licht nicht, wo ich euch das besser zeigen kann? Machen wir das einfach mal hier hin. Nein, da. Ne? Der eine ist nicht so rosafarben, dieser hier. Ne? Ja, ne? Wenn ich euch mal die Finger von vorne zeige und jetzt auch noch das Licht von da ausgeht, der ist nicht so rosafarben. Der ist eher bronzig. Und dann einfach diesen dunkleren Ton hat man auf jeden Fall vier verschiedene Farben, die man unterschiedlich miteinander kombinieren kann. Ich muss sagen, ja, die Kamera versucht mich jetzt parallel mit meiner Hand einzufangen. Daher wird die, zoomt die immer hin und her. Also das sind die vier Farben, die man hat. Und man kann im Prinzip da mehrere Looks mitmachen. Man kann wirklich seicht und sanft gehen. Also wirklich nur einen Hauch von auf den Augen tragen. Man kann ein bisschen dunkler gehen. Man wird aber nicht over the top dunkel gehen können, weil einfach die Farben das nicht hergeben. Ich glaube, mein Licht ist jetzt. Mein Licht möchte gerne Ladung haben. Aber man braucht halt nicht over the top gehen. Man kann ein bisschen dunkler gehen. Man kann aber auch, ne, wirklich so einen leichten Bridal Look damit machen. Also gerade hier dieses rosa-braune finde ich für eine Hochzeits-Make-up noch nicht mal schlecht. Qualitativ mega. Farbtechnisch vollkommen in Ordnung. Wer jetzt irgendwie wirklich auf neutrale Töne steht. So, das war's für heute. Würde ich mal einfach behaupten. Auf den Lippen lasse ich dir das Ding mal nochmal ein bisschen ausklingen. Ja, ist sie kleiner. Ja, ich knibbel liebend gerne daran. Ich bin so einer. Ich kann das einfach nicht in Ruhe lassen. Und deswegen dauert das auch manchmal ein bisschen, bis das weggeht. Aber ansonsten, na, wenn man da jetzt nicht überall Puder auf den Klamotten hat, finde ich den Look echt gelungen und echt schick. Und eine Palette, die man sich, wenn man drauf steht, echt mal angucken kann, wo man echt nichts Falsches macht. So, Make-up-Look ist fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute soll es ja wieder ein bisschen besser werden. Ich meine, im Moment ist es echt noch dunkel draußen. Aber im Laufe des Tages soll ja die Sonne rauskommen und wieder 30 Grad werden. Übrigens, das ist nochmal der. Ne? Ich laufe da relativ lange mit rum meistens. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem Indie-Freitag wieder. Das heißt, morgen wird mit einer Indie-Palette geschminkt. Ich überlege gerade noch, ich habe mehrere Indie-Paletten hier schon mal zur Auswahl. Möchtet ihr noch einen Look mit der Haggard-Palette sehen? Schreibt es mir liebend gerne. Die hatte ich ja von Haggard zugeschickt bekommen. Ich muss euch ein bisschen ran. Dann habe ich diese Palette. Das ist kein Indie-Brand mehr. Also, ich habe insgesamt 4 Indie-Brands, die ich euch noch hier jetzt schnell anbieten könnte. Ich kann einen Look mit der Star Wars Mandalorian schminken, beziehungsweise Colourpop Star Wars Mandalorian, beziehungsweise The Child Palette. Schreibt es mir gerne, welchen Look ihr sehen wollt. Dann habe ich eine Palette noch hier mit der Cutie Coral Palette. Das ist diese hier. Also sehr rötlich, sehr rosalastig, braun auch. Oder mit der Ayo Coralie von die Nebulax Loves Secret Palette von Beauty Bay in den Farben. Schreibt es mir liebend gerne, welche Palette ihr morgen in einem Live sehen wollt und welche Palette euch einfach am meisten interessiert. Manchmal geht es ja einfach nur um die Color Story, manchmal geht es auch einfach um die Performance. Schreibt es mir liebend gerne. Ich gehe dann auch liebend gerne auf eure Kommentare bzw. auf eure Wünsche ein und wir sehen uns dann einfach mal morgen in einem Live wieder. Tschüss und schönen Tag noch.